Wenn die All-Stars, die besten Basketballer der Bundesliga, unter sich spielen, dann muss erstmal geklärt werden, wer dann letztendlich gegen wen antritt. Früher war das so, dass eben Nord gegen Süd angetreten ist. Doch diesmal hat man sich was anderes, was viel Besseres einfallen lassen, wie ich finde. Denn es spielten die internationalen Stars gegen die nationalen, gegen die besten deutschen Spieler. Wer das sein sollte, das wurde vorher von 6000 Lesern des Fachmagazins bestimmt. Und heute trafen sie sich dann und im Mittelpunkt stand natürlich eher das Unterhaltsame, der Show-Aspekt, an den sich auch Katja May erfreut hat. Glitter und Glamour für die Crème de la Crème des deutschen Basketballs. Auftakt zu einer Show rund um den roten Ball in der Bonner Hartberghalle. Die Hauptakteure 15 Top-Internationale und 15 nationale Spieler der Bundesliga. In dieser Art Novum in der deutschen All-Star-Geschichte. Aus diesem Grund Auflauf zum Anpfiff mit äußerst gemischten Gefühlen. Nee, die Show steht hoffentlich im Vordergrund. Das hoffe ich zumindest, weil wir gegen die internationalen All-Stars spielen müssen. Und das ist ein unheimlich starkes Team. Da hoffe ich natürlich, dass die Show im Vordergrund steht, dass die Jungs das nicht zu ernst nehmen. Sonst könnte es schlecht aussehen für uns. Also ich hoffe, dass das bald vorbei ist und dass ich wieder nach Hause fliegen kann. Sinn und Unsinn einer solchen Veranstaltung mitten in der Saison, so unterschiedlich können die Meinungen sein. Auf jeden Fall wurde einiges fürs Auge geboten. All-Star Game 96, optimale Plattform für Auszeichnungen aller Art. Zum Beispiel Trainer des Jahres, Svetislav Pesic, Coach der Albatrosse aus Berlin. Anerkennung der erstklassigen Arbeit, vor allem in der Europa-Liga diese Saison. Oder Spieler des Jahres, Henrik Rödel, ebenfalls Alba Berlin. Noch vor drei Saisons war der 2-Meter-Mann-Flop des Jahres. 96 ist alles anders, einer der vielseitigsten Spieler der Liga. Seine Markenzeichen, eine klasse Verteidigung und äußerst bescheiden. Natürlich hat Berlin ein sehr gutes Jahr gehabt als Mannschaft und ich hatte auch ein gutes Jahr und bin natürlich froh, dass die Leute für mich gewählt haben. Eine ganz tolle EM gespielt letztes Jahr in Athen und deshalb ist er zu Recht Basketballer des Jahres geworden. Und dabei muss er sich nicht verstecken. Der viertbeliebteste Spieler in Deutschland, Leverkusens Dennis Wucherer, heute mit 21 Punkten dabei. Und weiter ging's mit den Highlights. Dunkingkönig 96, Calvin Talfort, Brandhagen, Akrobat der Lüfte. Schwerstarbeit für die Jury, denn auch die anderen Jungs zeigten ihre Kunststückchen. Basketballgenuss pur. Auch die Dreierschützen kamen auf ihre Kosten. Überragender Dreierkönig Casey Schmidt, MTV Gießen. 13 Treffer in einer Minute, kein schlechter Schnitt. Party Time. Richtig gespielt wurde übrigens auch noch, besser gesagt, gezockt. Jarvis Walker unaufhaltsam für die internationale Truppe. Doch wer an eine klare Sache dieser Stars geglaubt hatte, lag falsch. Das deutsche Team verkaufte sich prima. Flying Henning mit 23 Punkten war ihm dann doch ein wenig Spaß anzumerken. Der ein oder andere heute mit lockerem Händchen, Fehlpass, ausnahmsweise verzeihlich, Kabinettstückchen vom Feinsten, noch einmal Ulms Jarvis Walker und dann der kleine Bo Dukes mit 1,68 Meter, keine Angst vor großen Leuten. Gespielt wurde übrigens 2x12 Minuten wie in der NBA und die Korbszenen, naja, nicht ganz so spektakulär. Dennis Wucherer war das für die Nationalen. Immer wieder gab es Führungswechsel, kein Team konnte sich absetzen. Fast-Break-Spiel, Tony Dawson, die Wurfmaschine aus Leverkusen, 35 Punkte heute für ihn. Auf der anderen Seite zeigte noch einmal Teamkollege Tim Nees, dass auch er die Lufträume beherrscht. Beim Stande von 152 zu 152 hieß es Verlängerung. Sie wollten einfach noch 5 Minuten weiterspielen. Henrik Rödel mit dem letzten Korb. Trotzdem gewannen die Internationalen mit 165 zu 164. Oh, es war ein ganz tolles Spiel. Ich konnte miteinander das Spiel, normalerweise Gegenspiele, mitspielen und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, wie jedes Jahr beim Austauschspiel. Am Ende waren sie also doch noch alle zufrieden. Warum auch nicht? Ein klasse Spiel mit einer entsprechenden Show. Etwas für wahre Basketballfans.